Mein Kind hat überhaupt keine Lust auf die Schulaufgaben. Jedes Mal ist es ein zäher Kampf. Das waren die Worte einer Mutter, bevor sie mit ihrem Kind in mein Mentoring gekommen ist. Was wir dann gemeinsam gemacht haben, das möchte ich dir hier in diesem Video verraten. Hallo, mein Name ist Diana Wegel. Ich bin deine Mary Poppins des Lernens. Ich bin Grundschullehrerin und Autorin und ich helfe jeden Tag Eltern dabei, das Lernen für ihr Kind leichter zu machen. Heute möchte ich dir Rita vorstellen. Rita ist zu mir ins Mentoring gekommen, weil ihre Tochter Emma so lustlos bei den Schulaufgaben war. Emma war eigentlich alles, was irgendwie mit Schule zu tun hatte, ziemlich egal. Und so dauerte es schon ewig, bis Rita es geschafft hat, ihre Tochter überhaupt an die Schulaufgaben zu bekommen. Und als sie dann da saßen und die Aufgaben gemacht haben, war es ein mühsamer und zäher Kampf und so ein bisschen so ein Tragen von Aufgabe zu Aufgabe. Eigentlich wollte Rita mit ihrer Tochter auch noch zusätzliche Übungen machen, weil sie war jetzt genau schon 2 Monate in meinem virtuellen Klassenzimmer und hatte da verstanden, warum ihrer Tochter das Lernen so schwer fiel. Denn das, was sie da in der Schule machen sollte, das entsprach nicht unbedingt das, was sie von der Lernentwicklung her brauchte. Und Rita wusste nun, was genau sie mit ihrer Tochter machen kann, um ihr das zu geben, um große Lernfortschritte zu erzielen. Aber so weit kam es leider überhaupt nur in den ganz seltensten Fällen. Denn oft brauchten sie schon Ewigkeiten für die Hausaufgaben und dann zusätzliche Übungen. Danach war eigentlich in den seltensten Fällen noch zu denken. Rita wollte so gerne, dass Emma das Lernen leichter fällt. Und somit investierte sie all ihre Kraftreserven, um die Hausaufgaben irgendwie hinzubekommen und ihre Tochter damit nicht alleine zu lassen. Doch dass es mit der Zeit besser wurde, war leider nicht zu sehen. Die Hausaufgaben dauerten immer länger und für die eigentlichen Aufgaben, die gerade der Lernentwicklung ihrer Tochter entsprachen, wo sie die Möglichkeit hat, mit Spaß und Leichtigkeit zu lernen, zu diesen Aufgaben kam es nur in den seltensten Fällen. Dies führte dazu, dass Emma eigentlich nur noch lustloser war. Es war für Rita noch schwerer, Emma an die Hausaufgaben zu bekommen und der Kampf, diese fertigzustellen, erwies sich als immer mühsamer und anstrengender. Und irgendwann war Rita an einem Punkt, wo sie sagen musste, entweder beende ich jetzt die Arbeit mit dem virtuellen Klassenzimmer und fokussiere mich komplett auf die Hausaufgaben oder ich suche einen anderen Weg. Und das war der Tag, als Rita in mein Mentoring gekommen ist. Inzwischen macht Emma die Hausaufgaben fast selbstständig und es bleibt noch ausreichend Zeit für zusätzliche Übungen. Denn, und das solltest du verstehen, es braucht wirklich nur wenige Minuten am Tag, wenige Minuten, wo dein Kind die richtigen Aufgaben machen kann, die gerade der Lernentwicklung deines Kindes entsprechen. In der Zeit kann dein Kind enorme Lernfortschritte machen. Und genau das hat auch Rita bei ihrer Tochter Emma beobachtet. Und inzwischen geht das Lernen viel, viel leichter. Klingt für dich vielleicht nach Magie? Das ist es gar nicht. Es ist nur eins meiner 12 Rezepte, die wir gemeinsam im Mentoring behandeln werden. Und die Zutaten, die dahinter stecken, die möchte ich dir hier schon verraten. Die Zutat Nummer 1 ist das Mindset deines Kindes. Denn dein Kind muss sehen und verstehen, dass es aus eigener Anstrengung heraus besser werden kann. Die Zutat Nummer 2 ist die Verantwortung. Beziehungsweise die Verantwortungsweggnahme von deinen Schultern hin zu deinem Kind. Denn vielleicht hast du bisher auch so das Gefühl gehabt, dass du der treibende Motor bist, aber das wird dann nicht mehr so sein.
Und die dritte Zutat ist die Motivation, beziehungsweise meine magische Motivationsformel, die ich mit dir im Mentoring teilen werde und die dafür sorgen werden, dass dein Kind viel motivierter an die Aufgaben geht. Es ist kein viel hilft viel. Es sind die wenigen Sachen, die wir effektiv umsetzen müssen, um dein Kind das Lernen zu zeigen. Und wenn es dir jetzt vielleicht gerade so ein bisschen wie Rita mit ihrer Tochter Emma geht und du gerade das Gefühl hast, ich weiß gar nicht, was ich sonst noch machen soll, dann sei dir gewiss, es gibt noch einen anderen Weg. Und wenn du diesen mit mir gemeinsam gehen möchtest, dann schau einmal in die Beschreibung. Dort findest du den Link zu meinem Mentoring und dann setz dich dort vielleicht ganz unverbindlich auf die Warteliste und dann gehen wir diesen Weg Schritt für Schritt schon bald gemeinsam.